Yo Leute, ich begrüße euch zurück zu Alien vs. Predator. Ich habe gerade gar keinen Plan, ob wir schon hier waren oder noch nicht, aber ich glaube, wir waren hier schon. Auf jeden Fall war hier der letzte Checkpoint und jetzt wollte ich da durchgucken. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das hier ist der letzte Part von der Predator-Story, das kann ich euch versichern. Naja, außer ich fail jetzt total, aber das denke ich mal nicht. Wir brauchen das jetzt. Ja, jetzt kommen hier Aliens und wollen uns ablenken. Aber wir lassen uns nicht ablenken. Oder vielleicht doch. Also hier ist auf jeden Fall hingebracht worden. Ich guck da jetzt natürlich ab und zu mal hin, weil wir wollen das ja eigentlich auch gucken. Was ist mit euch? Achso, die verschwinden. Na komm. Ha, tschüss. Weg ist das Bein. Da, nee, der Arm war's. Okay. Ich wollte gerade mal gucken, ist hier vielleicht noch was? Da vorne ist eine Trophy. Da ist auch eine. Hätten wir übersehen, wenn wir jetzt nicht nochmal geguckt hätten. Dann gehe ich mir mal eben hier Energie aufladen. So, und dann würde ich auch sagen, geht's gleich in den großen Endkampf. Aber als erstes holen wir uns natürlich da vorne mal die Trophy. Hier können wir auch noch ein Leben mitnehmen. Das machen wir. Ja, ist ja gut, dass die uns erwarten. Ich gehe ja schon, aber kann ich bitte erstmal einsammeln? Ist hier oben noch was? Nein. Okay, ab geht's. Hier ist auch nochmal eine Trophy und Leben. Hier ist, da ist eine Trophy. Direkt am Anfang. Hier muss jetzt noch irgendwo, müssen noch hier Aliens kommen. Ich mach das erstmal auf. Ja, komm her. Ach, Menschen auch noch. Tschüss. Da ist die Rübe ab, würde ich sagen. Okay, aufgepasst, weil hier sind ja noch Menschen. Immer noch da oben. Ah, hier ist noch eine Trophy. Alter. Bein ab, aber egal. Kümmert das Alien gar nicht. Hier ist nicht zu kommen. Noch gerade irgendwo einer. Da unten. Und tschüss. Haben wir nochmal einen schönen brutalen Kill gemacht. Bah, die sehen ja auch richtig schäbig aus, oder? Ups. Ach komm, den springen wir einfach auf. Ach, der ist schon tot. Sehr langweilig. Hier ist noch eine Scherbe. Wir müssen hier rauf. Ah, wartet mal, was ist hier? So ein Generator. Und ab dafür. Heilen können wir uns nicht. Heißt also, einfach nur Schalter betätigen. Entschuldigung, wenn ihr das gehört habt. Aber ich musste einfach mal mich räuspern. Ach, ich kann hier eigentlich keine Ahnung. Ich bleib mal unsichtbar. Da oben ist noch eine Trophy. Die hätte ich natürlich noch gerne. Ah, okay, erst Cutscene.
Okay, jetzt kommt der Endkampf tatsächlich gegen das Predator-Alien. Und ich muss sagen, ich muss hier mal weg, das muss ich. Und gut, ich bin jetzt nicht zur Trophy gekommen, schade. Aber ich habe mich echt nicht mehr daran erinnert, dass wir gegen das Predator-Alien kämpfen müssen. Aber gut, ich meine, es ist auch ein schöner Gegner. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das hier nicht spielen kann. Ich habe gerade wichtige Frame-Einbrüche. Was ist denn hier los? So. Okay, jetzt geht's wieder. Ist überall Lava. Ich guck gerade, da ist das Alien. Also das ist eigentlich relativ schnell besiegt. Vor allem, wenn man halt auf den leichteren Schwierigkeitsgraden spielt. Aber... Okay. Ich guck mal rein. Und jetzt haben wir es auch gesehen. Wenn wir es sehen, ist natürlich... Ausgebotenes vernichtet werden. Ja, ich bin ja dabei. Wo ist es denn? Und hau rein jetzt. Tschüss. Okay, jetzt habe ich leider die Cutscene übersprungen, aber da war eh nicht mehr so viel, also im Grunde wurde der Predator jetzt abgeholt. Jetzt ist es tatsächlich so, die Kampagne ist auch zu Ende. Wir widmen uns also jetzt im nächsten Part schon der Marine-Kampagne und somit auch der letzten Kampagne dieses Spiels. Ich hoffe mal, ihr seid dabei. Ich freue mich jetzt schon einigermaßen auf die Marine-Kampagne. Ich würde mal sagen, bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.